Und wieder wird es Zeit für ein neues Abenteuer mit Toshi und seinem kleinen Dorf. Wir wollen jetzt endlich hier ein bisschen Dekoration bringen. Ein bisschen so, dass es aussieht, als wäre es auch ein Dorf. Und Toshi hat wie immer ein bisschen was vorbereitet, damit er jetzt anfangen kann, hier ein bisschen zu dekorieren, à la Toshi. Und deswegen fangen wir an mit der kleinen Laterne. In der kleinen Laterne, Freunde, die große Auswirkungen hat. Ich bin auch mega im momentan gefixt von diesen Rollenspielen. Ich habe voll Bock auf Rollenspiele, muss ich sagen. In letzter Zeit lass nämlich kaum los. So, guck mal, da haben wir schon das. Und da machen wir auch eine hin. Und dann machen wir da noch eine hin, hier. Nicht genug Rohstoffe. Nein! Warum nicht? Volgan 4. 4 Volgan. Wahnsinn. Freunde, das ist Wahnsinn. Okay, kein Problem. Dekoration ist alles. Wir machen hier nochmal. Bisschen so. Ah, der Bretterzaun ist ein bisschen günstiger geworden, glaube ich. So mindestens nach Gefühl. Ist okay, kann ich mit leben. Ich glaube, der ist falsch rum. Ich mache den Zaun immer falsch rum. Nee. Nee, diesmal ist er richtig rum. Gut. Okay, das haben wir erledigt. Jetzt kommen da noch zwei Laternen. Aber ich habe gar nicht genug Wolle. Ach krass, du brauchst 120 Wolle dafür. Zeig mal, was haben wir denn noch an Wollgarn? 22 Wolle, ein Wollgarn. Ich brauche 4 Wollgarn. Was will ich mit einem? Schade. Schade, Tomate. Ein bisschen Ton nehmen wir mit. Ich will ein paar Blumenkübel hinsetzen. Ton. Was ist denn hier Ton? Waren so wenig? Jesus. Da kann ich eine Menge Tongefäße machen. Fangen wir damit vielleicht an. Was? Was? Oh je. Okay, anders. Wer hätte gedacht, wir brauchen mehr Bretter. Die Dekoration braucht aber auch echt viel, ne, Materialien. Aber ich habe ja so eine konkrete Idee, wie das Ganze aussehen soll, also passt das schon. Da dürfen wir mal ein bisschen was investieren. Boah, das mit dem Uneben, das geht mir ja schon ein bisschen auf den Zeiger. Um das mal schön auszudrücken. Das ist echt alles so uneben. Und da machen wir ein Lagerfeuer. Stein ist 6 Brennholz. Stein müssen wir suchen, geht dafür. Und dann machen wir dahinter die Blumentöpfe jetzt. So. Ich werde verrückt.
Dann machen wir hier irgendwie noch ein Lagerfeuer hin oder so. Gucken wir mal. Jetzt dekorieren wir die. Mit was dekorieren wir die? Ach, wir brauchen die Kräuter. Wir brauchen die Kräuter zum Dekorieren. Wir haben doch bestimmt noch ein paar Kräuter in der Tasche, Freunde. Irgendwo haben wir noch ein paar versteckt. Bilsenkraut. Ich finde Bilsenkraut voll schön, aber Disteln sind noch viel schöner. Also bauen wir Disteln rein. Ah, The Last of Us. Dieses Spiel hat mich auch verzaubert, Freunde. Ich würde mal gerne wissen, was ihr davon denkt. Ach, guck mal, wie schön. Das sieht jetzt schon viel schöner aus. So, und dann kommt da noch ein Lagerfeuer. Oh, jetzt brauchen wir Steine. Ist kein Problem. Ist gar kein Problem. Ach, Steine haben wir hier vorne. Das sind zwei. Wir brauchen ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Steine. Und wir brauchen auch mehr Holz. So, da. Mehr Bretter. Ich habe ein bisschen Bretter verballert. Warum auch immer. Lass das mal dahingestellt. So. Mit 20 sollten wir ein bisschen klarkommen. Ach, du bist auch im Feld, Freund. Na, wie läuft das Geschäft? Alles fit bei dir im Schritt? Soll ich dir mal helfen? Hier, ich helfe dir mal. Guck mal, so geht das. Ich brauche nicht so viel Schläge wie du. So. Dann sollten wir hinkommen. Guck mal, wie der mit dem Kopf wackelt. Ich glaube, der war nicht einverstanden damit, dass ich ihm die Arbeit abgenommen habe. Das sind so die Leute, die die ganze Zeit da draufhauen und denken... kann ich nicht die... Ich konnte früher die Bolzenart aussuchen. Wie... In der Short-Taste. Aber ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ah, okay. Ich habe Kupferbolzen gemacht. Speichern. Der ist aber auch friedlich, so nah am Dorf. Ei. Was? Oh, mitten in den Baum rein. Lauf nicht so schnell. Ich kann auch gar nicht hinterher mit meinem kleinen Bein. Okay, lass ihn weglaufen. Ich habe meinen Bolzen hier. Da bin ich zufrieden mit. Komm her. Who cares? Gut, jetzt machen wir... Feuerholz und wir brauchen den Rest Bretter. Wie viel Feuerholz brauchen wir? 6. Mal frei! Man muss arbeiten. 6. Ich habe eine Quest angenommen. Ich habe alles dafür vorbereitet. Aber wir müssen hier nur abschließen. Und Bretter. Weil wir wollen ein paar Kisten machen. Ich trage so viel. Bin mir gar nicht in den Sinn gekommen. Ich bin immer noch fasziniert hier von unserem kleinen Obstgarten. Ich habe im Stream auch ausprobiert, wie es aussehen würde, wenn wir da vorne die Wand mit Holzbrettzaun machen. Oder wenn wir hier das Feld mit Holzbrettzaun umgarnen. Das Fazit ist, das sieht bescheiden aus. Also, das tut mir leid, aber ich weiß nicht, wofür die Entwickler diesen Zaun gemacht haben. Kann ich null nachvollziehen, weil der ist so unglaublich hässlich. Aber für euch werde ich mir irgendwo da eine Szene raussuchen, wo wir den aufsetzen. Nur um mal zu zeigen, wie der aussieht, wenn er gebaut ist.
Gebo hatte die Idee, wir können daraus einen Obstgarten machen. Das ist gar nicht so blöd. Ah, schön. Wir sind wieder zu Hause. Ach, da sitzen sie schon, ne, die Kinder. Ja, das dachte ich mir. Oh, ne, der Waschzuber nicht. Oh, ein Waschzuber wäre auch eine Idee. So, das. Dann brauchen wir ein Körbchen. Und Brennholz. Toshi, du hast so viel Brennholz. Nein, haben wir nicht. Egal wie viel wir haben, für nächsten Winter ist zu wenig. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ich brauche einen großen Weidenkorb. Weidenkiste. Weidenkiste. Die drehen wir jetzt. Und dann kommt die dahin. Und dann kommt da das Holz hin. Na, Freunde, wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Guck mal, das Feuer geht schon automatisch an. Machen wir hier noch ein Köpfchen. Und da kommt Leder rein. Ah! So. Oh mein Gott, bitte lass es nicht regnen, wenn mir der nächste Tag anbricht. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen Bilsenkraut. War das eine Biene? Lol. Oh nein, 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 nein. Ich wollte das Pilzenkraut nehmen. Mit so einem Blumenkörbchen. Oh. Ja, gut. Gut. Bam, Freunde. Den Teil der Dekoration haben wir schon fertig. Jetzt kommen die schweren Geschütze. Jetzt probieren wir hier die neuen Sachen aus. Dafür brauchen wir jetzt die Bretter. Oh.
Oh, warte, vielleicht machen wir einen Weg hier hin. Und dann noch ein bisschen Donna la Decorazione mit Weinkörben. So. Und jetzt machen wir hier natürlich den Weg. Jetzt müssen wir das dann natürlich ein bisschen unordentlich machen, damit es aussieht wie in einem wirklichen Marktplatz, wo ein bisschen was unterwegs, ein bisschen was zu tun ist. Also heißt das, wir brauchen wieder mehr Bretter und so einen Drill. Oh Mann. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Werkzeug. Fangen wir mit der Sense an. Dann Eisenhacke. Oh, schön mit der Kiste. Die Kiste blockiert das, Freunde. Ah, da kann man das so schön dekorieren. Endlich mal nice. Irgendwie ein bisschen hier so dekorieren. Yes! Okay, dann haben wir das. Dong. Und dann hier auf die Kiste. Und ein bisschen Eisen. Ich sehe nichts. Wo ist das Eisen hin? Ah, hier. So. Nicht perfekt. Aber ein Anfang. Und jetzt noch das letzte Eisenstück. Nein, jetzt habe ich den vorderen verschoben. Okay, top. Meint ihr, kriegen wir auch noch irgendwie da reingewurstelt? Oh nein, der ist weg. Für immer weg. Soll ich wählen den Eisen...
machen wir aus und kommen dann hier in so komische Bordolie. Ach, guck mal, toll. Hier setzen wir noch ein Messerchen hin. Schade, dass man das nicht hier so in das Holz reinstecken. Was ist denn jetzt passiert? Schade, dass man das nicht in das Holz reinstecken kann. Dann haben wir jetzt ein bisschen hier dekoriert. Und da machen wir. Was machen wir denn? Zuordnung. Passt ja Werkzeuge. Warte, es gibt jetzt Kräuter? Seit wann gibt es Kräuter? Kräuter ist neu. Ja, Mann, Kräuter ist wirklich neu. Kräuter ist neu! Seit wann gibt es Kräutermarktstände? Oh, das wird toll aussehen. Das wird toll aussehen. Können wir natürlich noch weiter verschönern und so, aber ey, für den ersten Blick ist das erstmal gar nicht so schlecht. Kein Regen, kein Regen. Oh ja, Gott sei Dank. Sieht das geil aus? Jetzt machen wir da auch noch ein bisschen. Ich könnte einen Rohstoff. Ein Wagenrad. Ich brauche ein Wagenrad. Was muss ich dafür machen? Ich glaube, ich brauche dafür Bretter. Oh, wir müssen was trinken. Okay, wir brauchen noch ein Wagenrad. Oh, ich liebe es, wenn Kinder lachen. Hat man fast das Gefühl, die Welt wäre in Ordnung. Wir haben nicht mehr so viel Bretter. Ich glaube, wir haben aber auch nicht mehr so viel Holz. Schnell, Oschi! Wir müssen Dekoration bauen! Es ist schon da. Tonvase. Nee. Bam! Das neue Update hat den Nachteil, wenn du mit voller Karacho irgendwo gegenrennst, dann kippt das Pferd um. Sah jetzt ein bisschen komisch aus, wie das eingeknickt ist, aber schlimmer ist, ich bin geflogen wie so ein Weihnachtsstern. Ah, passt schon. Was meint ihr, machen wir dann noch ein paar, weiß ich nicht, Blumentöpfe? Ist uneben.
Sieht man das? Ja, sieht man, dass da Blumen sind. Kann man natürlich noch viel mehr verschönern. Der Hammer. Und die Axt. Ich hatte doch hier irgendwo noch eine. Habe ich die Axt vergessen? Mal den Kopf abbeizen. Ach ja, klar. Können Sie bitte stehen bleiben? Herr Bolzen! Kind sick, dir hinterher zu rennen. Dann haben wir da. Irgendwo hatte ich noch was. Das sieht gut aus. Das gefällt mir sehr gut, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit dem neuen Marktplatz. Sieht das Ganze jetzt ein bisschen lebendiger aus. Endlich, ich glaube, beim letzten Stream habe ich noch gejammert. Wir brauchen endlich Fässer. Eine Woche später haben wir endlich Fässer. Geil, freue ich mich. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Toshi und ciao.